Hallo und willkommen zurück zu XCOM Chimera Squad. So, wir haben wieder einen Anarchie-Einsatz. Ich würde mal sagen, wir nehmen Zephyr nochmal mit. Genau, dann gibt es mal mit Godmother und Zephyr aber volle Kanne aufs Maul. Das ist bestimmt ganz cool. Probieren wir einfach mal aus. Oh, die Zephyr ist noch ausgestattet. Das sieht doch eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Dann ist eine Begegnung. Wieder so Fahrzeug. Ist das wieder so Evakuierungsmission? Das fände ich aber uncool. Zivilisten werden angegriffen. Ah. Halten Sie den Ausbruch auf. Na super. Ja, da können wir dann Godmother, Zephyr, Terminal, Torque. Vorwärts, vorwärts, vorwärts! So. Direkt Alpha-Schlag auf den Schläger. Ach, daneben. Messias und Kenner. Komm, Deckungssprint. So, und hier geben wir dem noch ein bisschen Gift. Eventuell hat sich das dann erledigt. Ja, das hat sich erledigt. Gut, einer weniger. So. Ah, natürlich, die ist in Reihe und Glied dort drüber aufgereiht. Super. Was soll man da machen? Godmother, Sturm und Schuss müsste man hier eigentlich machen. Und zwar, da könnte man nicht mal unser Streuschuss machen, weil. Funktioniert hier nur nicht mehr. Da wo könnte man hier Streuschuss gut anbringen? 3. Was sind die 2 überhaupt? 2 stirbt, das ist gut. 3 kriegen wir aber nicht down, das ist das Problem. Außer wir machen hier voller Einsatz und werfen hier Plasmagranate. Die man nicht hinwerfen könne. Hei. Ich glaube, die beste Chance, die ich habe, ist einfach hier hin und. Irgendwie hier. Dann möchte ich hier. Räume den Weg frei. Dass man dem halt direkt ins Gesicht schieße, weil Vollschuss bringt hier eigentlich nichts. Ja, das war schon mal richtig gut, aber nicht gut genug. Deckt meinen Vormarsch. Hohohoho. Okay. Das ist schon mal gut, dass du abhaust. Das ist auch gut, dass du abhaust. So. Gruppenkontrolle. Bin leider Cat 3. 2 und 8, das wäre eventuell was dahinter der. Oder ich müsste einfach hier hingehen, da wäre der Legionär wär tot. Und er kriegt schon mal in die ab.
gleich stunnen oder sowas. So, der Astroden, der war glaube ich desorientiert oder so. What? Ungut. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man hier viel machen könne. Mein Gleichgewicht ist weg. Kann mich nicht konzentrieren. Dein Gleichgewicht ist weg. Die Blechdose macht das schon. So, da müssen wir glaube ich mit Kooperationen anfangen. Das war die letzte Aktion. Naja, gut. Wow. Wow. Okay, Zungenangriff. Jo. Cobra, das muss wohl sein. Du kannst dich nicht wehren. Die Munition ist gleich leer. Dort noch kommt die Zephyr, das ist gut. Lade nach! Naja, machen wir nur tot. Wir wollen was nicht machen. Die kann auch Nemo in Medikit holen. 2, wer kommt denn dann? Der Obedi, da können wir. 5, der kommt eher später. Eventuell sollte man. Mit bisschen Glück. Festgesetzt. Ja, gut, die hat halt Gift. Momentum, das kann ich ja nicht mehr parieren auswählen. Na klar, na klar. Nein, doch nicht in meine Richtung abhauen. Remnant auf dem Weg. Ja. Ich meine, ich musste ein bisschen anfangen, schade zu machen, oder? Dich zu wehren. Sie war halt nur mutig. Autsch. 10 Schaden, wow. Daneben, gut, gut. So, okay, okay, okay. Eine verbleibende Verluste, super. Gut, dann müssen wir wohl zuerst die überwältigen. Ziel in Haft genommen. So, eventuell nochmal die Godmother, damit wir.
genau, eventuell. So. Oh, warum mal Team Up eventuell, damit man den Dorberserker irgendwie. Gesetzt ist nicht das Schlechteste. So, geh mal hier hin und schieße dem direkt ins Gesicht. Nur eins, gibt's ja nicht. So, warte mal. Ah, so viel Schade kann der jetzt nicht machen. Oh, festnageln ist jetzt eine ganz gute Idee. Das ist eine ganz gute Idee, ja. Ja, das ist in Ordnung. So. Kettenschuss. Probieren wir mal. Ob kommt auf nochmal. Ja, immerhin, immerhin. Eventuell, wenn wir mit der Zephyr genug Reichweite haben, dann passt das. Ach, bewusstlos. Einmal. Ach, ach, okay. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Kaum noch Munition. Da könnte man eigentlich überwältigen, das reicht doch. Ziel festgenommen. Wow, das war trickreich, das hier. Ich hätte nicht gedacht, dass man das schaffe. Weil die Zivilisten doch irgendwie sehr komisch gestanden haben. Oh, cool. So, Ausbildung abgeschlossen. Der anhaltende Protest gegen die Schließung des Raumhafens gewann an Schärfe, als mehrere Gruppen von terrestrischen Rassisten für eine Gegendemonstration eintrafen. Okay. Glorva von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter kommentierte dies wie folgt. Diese Leute teilen die Standpunkte derer, die Bürgermeisterin Nightingale getötet haben. Sie wollen uns provozieren und die Stadt so, sieht einfach weg. Also. Ein vermummter Sprecher von Erde über alles war anderer Meinung. Außerirdische Pilgerfahrten? Ja, auch komm hier in die Ufselava, ist ja furchtbar. Okay, wir müssen hier, müsste man das hier machen. Das können wir noch nicht. Hier geht dann. Hier ist der Insatz, den können wir nicht machen. Und hier. Hier haben wir allerdings überhaupt keine Unruhe. Das ist, denke ich, okay. Das können wir, glaube ich, lassen. Eventuell könnte man es hier infrieren. Das da kann sehr schnell hochgehen. Wir könnten hier infrieren, damit wir das auf Cooldown haben. Und dann könnte man das hier machen. Das bringt uns ein bisschen näher an die Operationsenthüllung. So. Genau. Und dann müsste man verteilen. So, warte mal. Blue Blood, du kommst schon darin. Ich glaube, das da ist unser Team, mit dem wir die wichtige Mission machen wollen. Und dann könnte man eventuell noch jemanden in die Ausbildung stecken. Nee. Sonst keiner. Nee. The Verge eventuell, wenn er wieder da ist. Gut. Können wir momentan nicht tun.
könne ruhig schon mal in die Waffenkammer gehen und könne den Blue Blood schon mal ausrüsten. Können wir noch nicht machen, wir hatten das Zeug. Ne, stopp, du hast normal Patchwork, du hast Sache. So, hier wollte man doch noch irgendwas. So, mal dich nicht dabei haben. Genau so. Gut, ich denke, das ist in Ordnung. So, dann machen wir das doch, oder? Wir tun hier infrieren. Dann machen wir das auf Cooldown. Hier passiert nichts. Und da machen wir was dagegen. Dann ist unser nächstes Hauptziel ist, kommt Sveda näher. Hier ist nur eine Begegnung. Das ist gut. Einheiten des Grauen Phönix verfügen über nichts. Das ist gut, wenn die nichts haben. Eventuell Adrenalingewebe. Machen wir lieber so. Wir haben alles. Terminal, kann ich dir was? Habe ich irgendwas? Ich könnte mal noch ein paar Vorstoßgegenstände bauen und die mal ausprobiere. Das könnte ich allerdings tun. Ja, hopp. Dann kriegen wir eventuell noch gut hin, das da. Hoffentlich. Der Graue Phönix hat diese Wohngebäude unter Beschlag genommen. Verjagen Sie sie! Das können wir mal tun. Nachzügler festsetzen, schneller scannen. So können wir ein bisschen hieren. Ja, das ist, denke ich, gut. Los, los, los! Wir sehen nur drei, das ist allerdings ein Problem. So, direkt mal auf diese aggressive Python. Der gäbe man noch Enna mit, dann müsst ihr eigentlich tot sein. Ja, vielleicht reicht das schon, das wäre cool. Okay, Puxa sucht der Soldat, das ist in Ordnung. Und das hier ist, ja, ist in Ordnung. Die kann sehr schreddern. Das war unfair. Ja, reicht nicht ganz. So, sichere das Hauptquartier. Gut. Drei Gegner auf einer Haube. Mach euch fertig. Kleinmodiverse weniger, das ist gut. Das ist nicht gut. Cobra hat hier Statuseffekt. Ich weiß es nicht, aber ich will hier. Ich will hier nichts hingehen. Das machen wir mal kurzerhand so. So, jetzt guck schon mal, kriegen wir hier schön die Phasenlanze hin. Ne, leider nicht. Dann brauchen wir die nicht zu verschwenden. Er ist einfach so gut. 11. Terminiere das Ziel. Wow. Du machst mir die Arbeit nicht leichter. Ne, definitiv nicht. Das ist ungut.
ich jetzt könnte mit ihr, aber wäre vielleicht besser gewesen. Komm her. Das ist natürlich jetzt höchst ungut. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Hab dich im Blick. So, machen wir hier, denn. Ich hoffe mal, dass die C4 jetzt nicht ausfällt. Das wäre ungut. Das ist nicht so schön. Greife an. Jetzt stellt er sich da an, wo man alle 12 immer treffen könnte. Super. Tief einatmen. Der ist vergiftet. Oh, welche was? Probieren wir es einfach. Zeit für den Nacht. Umschlinge das Ziel. Sie hat noch nicht die Explosionsschade krit. Ey! Das ist aber nicht nett. Okay, gut, zumindest lässt sie gleich los. Das ist schon mal in Ordnung. Okay, Blue Blood haut nur um. Gut, das war es natürlich. Nicht gut. Das ist wohl eine Narbe. Das ist schlecht zu dem Zeitpunkt. Montage abgeschlossen, das ist gut. Okay, da können wir damit leben. 20 Credits, finde ich gut. Es gab mehr als ein Dutzend Verletzte, bevor die Polizei die Demonstranten vor dem Raumhafen trennen konnte. Ausweisen reduziert um 15. Natürlich dürfen Demonstranten ihre Meinung kundtun. Wir haben einen Krieg für dieses Privileg. Das wäre eventuell noch zu akzeptieren. Vorarbeiterin Glorva von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter gab hierzu folgende Erklärung. So, was machen wir dann hier? Verbesserte Schrotflinte. Aber heute wurden nur Mutons verletzt. Wenn uns die Polizei nicht schützen will oder kann, wir können sowas mal probieren. Das war Celio Dash für Kanal 37. Vorstoß, Sprengsätze, Waffenstörbombe, Rauchbombe. Nachkommen Sieggranaten. Das würde ich mir gerne probieren. Das machen wir mal. So, wir haben was Neues. Gedankenschild. Gewährt Immunität gegen alle negativen mentalen Effekte. Ah, okay. Ja, Krallengeschosse. Die kritische Trefferchance um 20%, kritischer Schaden um 1. Das ist, können wir auch für eine Blue Blood nehmen. Wir haben so viel Geld. Teleportiere dich zu einer nahegelegenen Position. Auch wenn man festgesetzt ist. Hoho. Das ist natürlich auch gut. Die könnten wir uns mal kaufen für so Evakuierungsmissionen. Das ist bestimmt gut.
So, warte mal. Jetzt könnte man mal gucken, wie lange bist du außer Betrieb dann? 2 Tage. Jetzt schauen wir mal hier. In einem Tag ist das da ohne schon. Sie kann ich ja mit der Narbe mitnehmen. Das geht, denke ich, auch. Komme ich auch damit klar. Bisschen Ausweich weniger. Da könnte ich ihr vielleicht die Ausweichding. Ja, mal gucken. Ob man vielleicht was Schönes noch bauen könne. Das könnte man doch eventuell mal gucken. Haben wir irgendwas Sinnvolles? Extra Schutz. Achso, Machtgewebe könnte man da noch kaufen. Dann hat man das wieder ausgeglichen, was sie. Was hat es denn momentan an? Plattenweste plus eine Rüstung. Eventuell könnte man auf Ausweichen setzen. Das wäre, denke ich mal, gar nicht so schlecht, oder? Okay, schauen wir uns an, aber erst das nächste Mal. Und dann machen wir irgendeiner von den Innensätze. Wahrscheinlich würde ich so, wenn ich denne mache, lieber als Geld hole. Weil hier, da haben wir noch einen Haufen Luft bis da oben an. Das ist okay. Das da unten ist auch sehr okay. Wir haben hier sogar, können wir was machen. Müssen wir momentan nicht. Das machen wir, wenn es irgendwo brennt. Aber wir haben Infos. Haufen Infos. Da würde ich doch sagen, mal hier auf Level 2 verbessern. Dann haben wir immer noch Infos. Oh ne, das war zu viel. Da warte ich noch ein bisschen. Auf jeden Fall mal verbessert. Das ist schon mal gut. Das da heben wir uns auf. Noch ist nichts kritisch. Okay, ich glaube, das da können wir noch machen. Dann haben wir direkt am nächsten Tag mit dem Einsatz. Können wir schon mal planen. Das machen wir noch schnell. Also machen wir das hier. Oh, das müssen wir halt auslassen. Ist ja schon mal okay. Ja, machen wir. Ich weiß noch nicht, wenn ich... Weiß ich noch nicht. Der graue Phönix setzt für seine Operationen in City 31 auf Geheimverstecke und Unterschlüpfe. Finden und zerstören sie diese Orte, damit sie keine Fluchtmöglichkeiten mehr haben. Okay, das können wir machen. Aber erst beim nächsten Mal. Die Spannungen am Raumhafen nahmen heute weiter zu, als Mutter und Demonstranten mit Knüppeln hinzukamen. Gucken wir. Vorarbeiterin Dana von der Gewerkschaft. Das nächste Mal. Dann machen wir die Mission, schauen, wie das ist. Und bis dahin dann. Bye, bye.